Wo sind sie denn? Kommen da sonst auch immer mit. So, nächster Kandidat. Ja, komm her hier. Oh, eine Waffe. Eine Waffe wäre cool. Oh, scheiße, Alter. Zack, 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 mein Freund. Du mit deinem scheiß Schild, Alter. So, so macht man das. So, wird ein Schuh draus. Stehst du so, und jetzt nehmen wir hier die Waffe. Da könnte ein Muni drin sein. Sind so. Immer schön aufsammeln. Weil, wie gesagt, es könnte Munition sich drin befinden. So, was gibt's denn hier noch so? Ein bisschen Schrott. Also den ersten Warcrier, der war okay, also war jetzt nicht wirklich schwer, aber halt auch nicht wirklich leicht. Da müssen wir wahrscheinlich hier durch. Und zwar hier rumlaufen und dann wahrscheinlich irgendwie. Ja, wir gehen erstmal hier hoch. Hier wird es wahrscheinlich auch irgendwas geben. Nee. Okay. Da gibt es nichts. Dann gehen wir die Leiter hoch. Da können wir auf jeden Fall, denke ich mal, die Flammen ausmachen. Okay. Können auch was trinken und unseren Wasserhaushalt auffüllen, was schon mal gut ist, weil glaube ich sowieso in dem nächsten Bereich ist wieder ein Warcrier. So, das war Insigne Nummer 1. Dann sind hier Flamme. Dann machen wir hier unten nämlich die Flamme aus, dort. Zack. Dann können wir gleich hier runter gehen. Na komm, klettern, mein Freund. Komm, du holst es doch auch. Gut, wir haben bloß noch 3 Patronen. Wir haben überhaupt keine Waffe. Doch, hier.
Nehme ich jetzt einfach mal mit. Ist hier irgendwas? Nee. Aber hier ist eine Seilrutsche. Hier sind wieder Schrotflinten. Eine Schrotflinte, Alter. Oh, Mann. Was ist das? Ach so. Dann komme ich von hier quasi dort rüber. Das ist ein verwirrtes Teil hier. Geht ja mal gar nicht. Und da drüben hängt der nächste Warcryer. Alter, Alter, Alter. Oh, da muss ich wieder unten durch. Was hat der gesagt? Ich soll unten aufpassen. Da sind irgendwo so eine Kunden. Machen wir mal Licht an. Der hat mich ja gewarnt. Der hat gesagt, hier unten sind keine netten Zeitgenossen. Wir haben auch ein Messer gekriegt. Ach man, Alter. Halten fallen lassen. Und dann müssen wir das erstmal aufbrechen. So, und dann kommen wir nämlich an die scheiß Insignie ran. Ah ne, die ist damit auch kaputt gegangen. So, nimm die Waffe. Nimm die Waffe, mein Freund. Okay. In der Meinung, hier kommt gleich irgendwas. Irgendeine Scheiße passiert hier gleich. Vielleicht doch. Oh, gerade kurzzeitig das Schild. Da. Oh fuck, Alter. Oh fuck. Alter. So sieht's aus, mein Freund. Drecksack. Ja. Lass mich da hier nicht verarschen, ey. Los, schlag mal nach hier. Max. So. Da brauchen wir eine Explosion für. Quasi. Die hier. So. Wir gucken mal hier unten, ob hier unten noch irgendwas ist. Nö. Unten ist gar nichts. Okay, also die Viecher sind schon ein bisschen nervtötend. So. Wo sind wir denn hier? Da vorne gibt es Wasser. Okay. Wir sind jetzt, glaube ich, auf der anderen Seite. Und der dämliche scheiß Warcryer ist natürlich nicht neben uns, sondern der hängt da hinten. Oh, Alter, geht ja mal gar nicht. Willst du mich verarschen?
Boah, was geht mir jetzt ab? Und dann auch noch ein scheiß Warcryer, Alter. Ich glaub, ich spinne eh. Oh, Pussek hier. Oh, fuck, das geht gar nicht. Scheiße. Jetzt habe ich natürlich meine Waffe nie. Die liegt natürlich beim Feuer. Herzlichen Glückwunsch. Ich lass den mal lieber her, ja. Soll er herkommen. Dann weichen wir einfach aus. So kann man das natürlich auch machen. Dauert etwas länger. Aber so kriegt man auf jeden Fall definitiv jeden von den Kleinen. Sechs Schläge und dann ist gut. Und immer schön ausweichen, nicht vergessen. Zack, zack, zack. Und in die Fresse rennen. Zack. Und weg. Ja, komm her. Ja, haben wir bloß 5 gemacht, aber der ist eh gleich down. Von daher scheiß drauf. Bam, 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 mitten ins Gesicht. So. Und jetzt müsste er eigentlich gleich fällig sein, der Junge. Ah, nicht ganz. Okay. Immer schön abpassen, das Ausweichen. Ups. Boah, hat er mir doch echt eine verpasst, der Drecksack. Na komm her hier. Wow. Der ist ein bisschen zäh. Der will auf jeden Fall durchhalten. Was er aber eh nicht schafft. Zack, hau dem in die Schnauze, Alter. Ja! Ja, das ist die Tyrannenpeitsche. Top Dog töten. Historisches Relikt. Wir müssen das Segel noch einsammeln. Und eine Lackierung haben wir freigeschaltet. Schauen wir an. Eine Beute auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir erstmal die ganzen dämlichen Feuer hier ausschalten, weil das ist ja dann doch schon ein bisschen. Irgendwas im Silo. Wie komme ich denn zum Silo, Alter? Hä? Nein, da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Dann wird es wahrscheinlich hier hochgehen. Gehe ich jetzt mal davon aus.
Okay. Hauptsache wir. Nee, Alter. Du sollst nicht runter. Ach, von. Ich komme. Ah, okay. Ich komme also von da nach da. Was ist das jetzt hier? Ach, hier ist auch noch irgendwas, oder wie? Hier sind auch noch ein bisschen Schrottteile. 8, 9, 10. Na komm hier. 8, 9, 10. Fehlen bloß noch 2. Ja, mal gucken. Wir haben ja jetzt gleich. Da ist auf jeden Fall noch ein Schrott. So, da sind wir. Hey, ich muss aber noch höher. Ich will doch gar nicht hier weg. Ich muss noch höher. Kommen wir noch? Ah, hier. Außenrum müssen wir. Da kommen wir auf jeden Fall noch höher. Das ist wahrscheinlich das Segel hier, was er. Was er haben will. Reihe. Ach nee, wir müssen quasi darüber. Zack. Ja, mein Freund. Das hast du hier nie umsonst gemacht. So. So sieht's aus. Wer will noch eine? Das ist also das. Lichtsignal soll ich machen. Auf dem Dach. Erstmal sammeln wir den ganzen Scheiß hier ein. Ich weiß ja nie, ob das noch damit da drüben hingehört. Oder ob das hier mit hingehört. Das weiß ich jetzt nie. Wir könnten hier noch was aufsammeln. Ein bisschen Wasser, aber. Wenn ich mich eh wegporte, habe ich sowieso wieder voll. So, jetzt gehen wir mal hoch hier. Wo geht's jetzt weiter? Dort nicht. Hier auch nicht. Hey, ich denke, ich soll aufs scheiß Dach. Muss mich verarschen. Und soll denn dämliches. Ach, hier außenrum müssen wir laufen. Okay. Aber erst immer schön aufregen. Bevor man. So, Standort markieren. Zack. Begib dich aufs Dach, kehr zu Pinky Eye zurück. Da holen wir uns doch jetzt mal die Belohnung ab. Und gehen zu Pinky Eye zurück. Jawoll. Gucken, was wir jetzt kriegen. Als Belohnung. Ich meine, wir waren fleißig. Der kann jetzt nicht sagen, oder die Eule, in ihrem obergetunten Rollstuhl, dass wir das nicht gut gemacht haben. Wir haben das hervorragend gemacht. Das können wir gut gebrauchen. So ist doing nothing. We cannot all give up and just wait to die. Now for my end, your righteous reward. Historisches Relikt. Was, wir haben jetzt echt hier nur so ein dämliches Scheiß-Foto gekriegt. Auf dem. Machen wir Text. Jeff, warte auf mich. Das wird unsere letzte Tour. Ich verspreche es dir. Wenn ich zurückkomme,
Falls ich es schaffe, wird alles besser. Versprochen. Hab dich lieb, Adam. I'll find these landmarks. I'll find the loot. Toll. Wenn ich. Ödland-Mission abgeschlossen. Die Tyrannenpeitsche ist leer und das Segel ist bei Pinky Eye. Doch noch ist sie nicht bereit vorzusehen. Ja, die war.